Wir dürfen nicht vergessen, dass die Covid-Pandemie nicht zu Ende ist in Europa. Wir haben sehr hohe Fallzahlen, wir haben leider auch sehr hohe Sterbezahlen. Ich werde daher einen Vorschlag zur Diskussion bringen, den ich auch schon mit der Kommissarin Stella Kyriakides gestern besprochen habe und mit einigen der Gesundheitsminister, die heute hier sind. Und zwar geht es um die sogenannte vierte Dosis der Impfung. Die vierte Dosis der Impfung senkt noch einmal die Sterblichkeit im Vergleich zur dritten Dosis um 80%. Das haben neue israelische Daten klar gezeigt. Wir haben in Europa viel Impfstoff, der nirgendwo fehlt, weil derzeit die Abnahme von Impfstoff in einkommensschwächere Länder stockt, wird dort nicht genutzt. Somit müssen wir befürchten, dass in Europa Impfstoff vernichtet werden muss, den wir nicht mehr eingesetzt haben. Gleichzeitig wird die vierte Impfung aber nicht gemacht. Das muss zusammengeführt werden. Daher möchte ich hier die Diskussion anstoßen, das habe ich gestern Abend auch schon vorbereitet, ob wir nicht eine europäische Empfehlung für die vierte Dosis der Impfung bekommen bei den über 60-Jährigen.